Gut, das war's. Die Schweizer Truppen fliehen. Durchstoßen. Bevor die sich da festsetzen. Januar. Können wir ein bisschen drauf drücken. Komm, ist eigentlich wurscht. Ja, das war immer ein Gefriemel und hin und her gemache. Das erinnere ich mich noch. Das fand ich bei Teil 3 wirklich deutlich besser gelöst. Gut, direkt angreifen und binden. Sehr schön. Die in Bern waren nämlich die so schon geschwächten Truppen, die wir geworfen hatten aus Zürich. Sehr schön. Genf haben wir auch gesiegt. Genau, Luxemburg war von den Franzosen garantiert. Nicht Angriffspakt.
Und das ist von Italien, Großbritannien, Ungarn garantiert. Da wird von Frankreich garantiert. Belgien ist nun mal so von den Tommies geschützt. Auch von Franzosen. Okay. Das schützen die Briten. Genau, deshalb musste ich mal gegen die Schweizer gehen, weil die eigentlich nicht beschützt wurden. Interessant fand ich aber gerade eben, dass die Sowjetunion den Nicht-Angriffspakt mit mir gekündigt hat. So, Bern ist gefallen. Ist eigentlich die Frage. So, Kurs auch. Ja, das ist immer noch Widerstand. Der Februar, meine Hand, geht das nicht schneller? Ah, 29. Januar, sehr, sehr viel besser. Ah, ne, shit, das ist die falsche Richtung. Sehr schön, Kaupitsch ist Gebirgsjäger geworden. Eigentlich ist das die eigentliche Siegprovinz doch. Abgesehen von Zürich, also eigentlich ist der Krieg vorbei. Aber ich will halt nicht unbedingt, dass tatsächlich die Schweiz mit einer winzigen Provinz, aber eigentlich sollte das durch sein. Sehr gut. So, warum erobert man als Deutscher sofort die Schweiz? Also mal abgesehen von natürlich von dem, ja, selbstverständlich von dem Wiedervereinigungsgedanken, ist die Schweiz einfach ein ganz wunderbares Flankengebiet gegenüber den Franzosen. Es ist, es ist selbst ganz gut schon befestigt, falls die Franzosen hier Blödsinn machen wollen. Es bringt Mannstärke für unsere Truppenbemühungen, zwar ganz ordentlich. Es bringt Industrie mit, normalerweise zumindest früher, hier scheinbar nicht. Das ist ja traurig, aber das macht nichts. Es bringt aber früher das zumindest immer noch ein bisschen Ressourcen gebracht, also Metalle und sowas, das haben sie scheinbar rausgenommen. Dafür haben die Modder das mit dem Wehr, mit den Wehrstärke hier eher eingebaut. Also früher war die Schweiz auf jeden Fall ein lohnendes Ziel,
von den Ressourcen. Es hat schon Fabrikanlagen gehabt, es hat einen Flugplatz mitgebracht, es war befestigt, es hatte Flakgeschütze und man konnte eben vor allem den Franzosen von hier aus ganz wunderbar in die Flanke fallen. Man musste nicht den Sichelschnitt oben durch die Niederlande und Belgien, sondern man konnte im Süden reinstoßen, zielstrebig auf Marseille marschieren, mit einem Teil hier den Südosten abschneiden und dann eben den Schnitt nach Norden auf Paris marschieren und eben in so die Maginot-Linie umgehen, die ja hier extrem stark befestigt ist. Hier ist nichts. Ja. In Grenoble ist ein bisschen was, aber Grenoble greift man ja nicht an, man ist nicht bescheuert, man marschiert eben durch Burgund und dann eben runter in die Provence rein und marschiert hier durch Burgund nach Norden auf Paris. So. Ja. Deshalb immer sofort die Schweiz einsacken als Deutsche. Und dann kann man eigentlich die Schweiz auch ganz hübsch anfangen auszubauen. Ist ganz gut befestigtes Gebiet, ist weit weg von den Tommies. Da kommen ihre strategischen Bomber nicht hin. So, und dann kann man eigentlich sich erstmal ein bisschen zurücklehnen und anfangen, Infrastrukturen, Fabriken auszubauen, weil dadurch, dass die Schweiz neutral ist, interessiert sich dafür keiner. Und man kann die historischen Ereignisse abwarten, die normalerweise kommen, obwohl die hier nicht ganz so zahlreich und schön sind wie in Teil 3, meiner Meinung nach. Wobei ich auch nicht genau weiß, ob die Modder das nicht ein bisschen überarbeitet haben, ob da nicht noch mehr reingekommen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt sehe ich relativ wenig Unterschiede zwischen der letzten offiziellen, also quasi normalen Hearts of Iron 2 Version und dieser Version. Also dann, wenn, dann haben die hier allerfeinste Einstellungsänderungen gemacht und hier und da was, aber insgesamt ist das ein, das ist Hearts of Iron 2, an das ich mich gut erinnern kann. Wobei, wir gehen mal ins Hauptmenü. Es kann ja durchaus sein. Kapitulieren. Kapitulieren niemals. Aber in dem Fall, so heißt es eben. Das kann durchaus sein, dass die. Genau. Das ist das Interessante. Hier sind mehr Szenarien drin als, als in dem Teil 2, an den ich mich erinnern kann. An Doomsday erinnere ich mich noch. Das war, glaube ich, die letzte Version von Teil 2. Aber Abyss, Armageddon, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, das könnte interessant sein. Das ist Preußen. Was ist das denn? Da starten wir mal. Das scheint. Aber was ist das für eine komische Flagge bei den Tommies? Jetzt bin ich fasziniert. Was soll das sein? 1953. Was ist das denn? Was ist hier denn passiert? Europäische Räterepublik. Was zum. Warum habe ich irgendwelche Panzer, Vorkriegspanzer und 1918 Infanterie? Was soll das? Nee, 1953, da ist 1936, steht doch da oben. Ja, ich wollte gerade sagen, okay, wir haben 1936 auch hier. Okay. Sowjetunion, die Kosaken, Osmanisches Reich, Römische Sozialrepublik. Was zum Geil, was haben die geraucht? Bourbonisches Königreich, Afrikanische Volksrepublik. Okay, das ist reines Fantasy. Da hat einer sich mal richtig ausgetobt. Das hat keinerlei historisches irgendwas. Da hat einer sich mal Spaß gemacht. Okay,
Okay, das scheint beides sowas zu sein. Kaschmirkrieg in den Pakistan, Unabhängigkeitskrieg der Israelis, Koreakrieg, Suezkrise, Fall Blau. Ja gut, daran erinnere ich mich wiederum. Fall Blau, Fall Gelb, Fall Grün, Fall Weiß. Die habe ich damals auch schon gespielt, diese Szenarien. Das fand ich schon damals ganz cool. Genau, der Platinische Krieg. Okay. Ja, also ich würde sagen, ich müsste genau aufgelistet bekommen, was sie da eigentlich gemacht haben, weil jetzt so einfach nur beim Reinspielen fällt mir jetzt so jetzt gar nichts großartig auf. Jetzt mal abgesehen von diesen zwei komischen Fantasy-Szenarien, die sie eingebaut haben. Generell ist das halt Hearts of Iron 2 und das ist ein sehr, sehr schönes Grand-Strategy-Spiel. Wie gesagt, heutzutage würde ich Teil 3 bevorzugen. Zurzeit auch noch wirklich viel mehr als Teil 4, wobei es für Teil 4 so allmählich anständige Mods gibt, die aus Teil 4 auch wirklich wieder ein richtiges Strategiespiel machen, Grand-Strategy-Spiel und nicht so eine Art Facebook, buntes Facebook-Spiel, wie es bei Release eigentlich war. Also bei Release habe ich Hearts of Iron 4 einfach direkt mal, ne. Nee, nein. Also da bleibe ich lieber bei Teil 3 mit der Black Ice Mod, da habe ich mehr. Aber das warte ich mal ab. Ich krieg's ja immer mal mit. Bei uns im Clan haben ja mehrere Teil 4 und die sagen, mittlerweile ist das wirklich spielbar. Da gibt es die ersten Mods, die daraus wieder was Gescheites machen. Das geht. Früher oder später kaufe ich es mir dann auch und dann schaue ich mir das auch an. Dann zeige ich euch das auch im Infrag der Games Archiv. Ich muss halt sagen, aus heutiger Sicht ist Teil 1 und Teil 2 natürlich interessant anzuschauen im Infrag der Games Archiv. So, ja, das waren halt die alten Teile. Aber ganz ehrlich, wenn man mal Teil 3 mit der, also gerade mit der Black Ice, wie ich mal gespielt hat, dann ist halt Teil 2 nett anzuschauen, aber da hat man keinen Reiz mehr, das zu spielen. Dazu fehlt einfach die enorme Größe, Tiefe, Komplexität von Teil 3. Ist ja nicht umsonst eine wirklich, eine richtig, also das ist wirklich mal eine Spielreihe, die sich ja entwickelt. Das muss man hier mal Paradox auch groß anrechnen. Wir haben ja verschiedene Spielreihen von Entwicklern, da hat man den Eindruck, die kloppen das gleiche Spiel in neuer Verpackung immer und immer wieder raus. Hauptsache das letzte Münzchen noch aus dem Spiel rausquetschen. Bei der Hearts of Iron-Reihe kann man wirklich sagen, ja, da ist eine echte Entwicklung. Jedes Spiel geht auf die Community ein, also habe ich zumindest den Eindruck, entwickelt sich, wird komplexer, größer. Wie gesagt, bei Teil 4, ja, warten wir mal ab. Aber da wollten sie wohl einfach mehr in die Massentauglichkeit, in den Mainstream rein und raus aus der extremen Nische. Also Hearts of Iron 3 ist schon wirklich was für richtige Strategiefans und wenn man dafür sich nicht begeistern kann, da sitzt man völlig erschlagen vom Bildschirm und denkt nur, what the. Also, ja, kann man ja nachvollziehen. Und mehr Knete macht man einfach im Mainstream. Ob das jetzt, warten wir es einfach mal ab. Die Idee an, also grundsätzlich fände ich das gar nicht verkehrt, wenn sie Hearts of Iron 4 so gemacht haben, damit mehr Knete verdienen, weil halt auch Leute, die denen Teil 3 zu komplex war, daran Spaß haben und wir Fans von richtigen Strategiespielen, wir machen das dann einfach mit den Mods, die Modder bügeln das für uns wieder aus, wir spielen das mit Mods und haben auch unsere Ruhe. Das ist dann im Prinzip ja ein ganz netter Mittelweg oder Kompromissweg. Also wie gesagt, Teil 1 und Teil 2, auch hier in dem Fall mit der Arsenal of Democracy-Version, kann man sich mal anschauen, ist interessant, um sich anzuschauen, wie sich die Reihe entwickelt, aber wirklich spielen würde ich das heute ehrlich gesagt nicht mehr. Bei aller Liebe und Sympathie. Ich habe Teil 3, warum sollte ich das noch. Also, ja, ich habe es ja gerade gesagt. Das dazu hat sich diese Spielreihe wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert und entwickelt. Das ist dann nicht mehr so wirklich interessant. Trotzdem, wir wissen jetzt, es gibt das Spiel an Arsenal of Democracy. Wir wissen jetzt, was es ist. Es ist eine Standalone-Mod in dem Sinn von Hearts of Iron 2. Wir wissen jetzt auch, wie man spielt, ist eben dieses ganz klassische Grand-Strategy-System, das gerade von Paradox groß gemacht wurde oder populär. Ich habe eben im Frag der Games Archiv ja auch schon mehrere Spiele gezeigt aus der Zeit davor. Das gab es auch schon vorher. Hannibal ist zum Beispiel eine der richtig großen Vertreter der Grand Strategy, bevor es überhaupt Paradox gab. Wir wissen jetzt auch, wie es aussieht. Ja, ist immer noch der Hearts of Iron 2 Optik.
mit der Europa-Engine, das ist mittlerweile ein bisschen, ja, aber das muss man ehrlich sagen, diese Spiele haben noch nie von ihrer ja, Grafikbrillanz gelebt. Ja? Das ist halt auch einfach kein RTS, kein Echtzeitstrategiespiel, wo es darum geht, Hochglanz, Optik, Schlachten, Explosionen und Animationen. Das ist ja einfach nicht der Ansatz, das ist auch nicht die Idee. Hier läuft sehr vieles einfach über Kopfkino. Wir verschieben im Idealfall, also hier in Teil 2 haben wir wirklich kleine Mannequin marschieren gehabt. Bei Teil 3 könnte man das einstellen, aber Teil 3 bevorzuge ich und auch die meisten, die das ernsthaft spielen, einfach die taktische Darstellung der Divisionsabzeichen, Armeeabzeichen, weil das einfach viel übersichtlicher ist. Dann, spätestens dann ist jede Art von Optik eigentlich für die Nicht-Strategiebegeisterten in der Tonne. Aber für uns ist es dann einfach, wenn ich dieses Rechteck mit dem Panzersymbol, mit der Beschriftung dran verschiebe zwischen einer Provinz zur nächsten, dann verschiebe ich nicht nur dieses Symbol, in meinem Kopf läuft, jawohl, ich entsende die 15. Panzerdivision in diesen Bereich und diese Panzerdivision ist ausgestattet mit folgenden Einheiten, ja, also ja, Panzer, Jagdpanzer, Artillerie, motorisierte Infanteriekomponente und es wird kommandiert von General Rommel und das läuft dann im Kopf. Das ist einfach so eine Kopfkinosache und wenn man das nicht mitbringt, weil man historisch nicht interessiert ist oder sich für diese Strategie nicht begeistern kann, dann wird man da nie Zugang zu finden. Das ist, ja, das ist wie wenn jemand total verliebt ist in V-Sims und jemand anderes sitzt nebendran und schaut sich das an und denkt, ey, der blättert hier doch nur Statistiken durch und schiebt Zahlen hin und her. Wo ist denn da der Spielspaß? Wo knallt's denn hier mal? Und der V-Sim-Fan, der denkt sich, oh, geil, hier Gewinn nach Steuern, muah, jetzt zerstöre ich die Konkurrenz, ich werde Monopolist. Also, jedem Tierchen sei Pläsierchen. Und ich würde sagen, wir haben aber genug von dem Spiel gesehen, um sagen zu können: Jawohl, willkommen im Frag der Games Archiv, Arsenal of Democracy, willkommen in der Familie, endlich auch dabei. Und wir zockeln weiter ins nächste Spiel. Immer weiter für die heilige Mission des Frag der Games Archivs. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.